ihr Leute, kommt heran. Das Hans-Sachs-Haus, das neue Rathaus der Stadt Gelsenkirchen, wird heute eröffnet. Wir vom Bürgerforum Hans-Sachs-Haus, wir haben für Sie gedichtet. Sie hören heute die einmalige, erstmalig zu hörende Moritat über das Hans-Sachs-Haus. Ihr Leute, hört mal die Geschichte vom Hause des Hans-Sachs. Das gibt es nur in Gelsenkirchen. Man glaubt's kaum, doch ich sag's. Das war ein Haus der Bürger, war Rathaus und Hotel. So schön der Saal, so gern die Farben. Es war für die Stadt ein Juwel. Und in den Saal eine riesige Orgel von Walker, einst erbaut. Die hat so manch Konzert gestanden und viele Bälle geschaut. Man teilte schöne Stunden, sah Theater, schwang das Bein. Doch den Jahren, die vergingen, zog Schlendrian hier ein. Grau ward der Estrich von Chloriden, die Böden, die knackten im Haus. Die Farben verschwunden, der Putz, der bröckelt, auch Heizung und Licht fielen aus. Da kam der O.B. Wittke aus Buhr im Norden daher. Der ist da drin. Der wollte ein Denkmal sich selber errichten. Das schien ihm auch gar nicht so schwer. EBP, das war sein Motto. Der Kämmerer wollte das auch. Sie verschenkten das Haus an ein Bankkonsortium und machten sich aus dem Staub. Das Haus war eine Ruine, die Kosten stiegen schnell. In unbekannte Höhen pro Monat, ein Ende war nicht zu sehen. Nun Licht ins korrupte Dunkel, so forderten viele Leute. Doch Politik auch Verwaltung, die haben das gescheut. So ging der Streit dann weiter, mit dem Haus aber ging es bergab. Der neue OB, der Baranowski, sagte, es wird nichts, wir reißen es ab. Ein Bürgerbegehren mit tausenden Stimmen verkam zum Blatt Papier. Manche wollten die Herzen öffnen für das Baudenkmal und warben stetig dafür. Doch dem Landeskonservator, dem war das Denkmal egal. So dachten auch viele Gelsenkirchener, die Lage war einfach fatal. Die Zahlen stiegen wie im Märchen. Bald sollte hier ein Parkplatz sein. Stellt euch das vor! Doch nach wie vor manchem Klagen sah man es schließlich ein. Der Rat hat dann beschlossen, das Haus, das bleibt bestehen. Mit einem großen Wettbewerbe sucht man jetzt gute Ideen. Es sollte bewahrt sein, was so kostbar und wieder frisch erblüht. Doch riss das ganze Haus mal nieder und nur die Fassade blieb stehen. Und die große Walker-Orgel ward in alle Teile zerlegt. Nach Abzug von Bagger und Abrissbirne war alles hinweg gefehlt. Und
dann der Markt der Wettbewerb siegert, der Vater vom Bahnhof Berlin. Der nahm die alte Backsteinhülle und packte ein Rathaus hinein. Er ließ auch Platz für andere, doch keiner weiß wofür. Es wurde geplant und viel beschlossen, doch meist hinter verschlossener Tür. Es floss viel Wasser von der Mühlen, die Jahre vergingen im Flug. So manche Firma machte Pleite, das Auge der Webcam sah zu. Drum können wir heuer nur hoffen, dass alles im Rahmen bleibt. Mit Stahl, Beton und neuen Fenstern soll stehen's in Ewigkeit. Es sollte wieder ein Bürgerhaus werden, doch keiner weiß, wie das geht. In der Blue Box gab es so manches Versprechen, die scheinen vom Winde verweht. Im neuen Bürgerforum sind wir stets gut entertained. Doch wie können wir Bürger das Haus beleben? Das bleibt bisher unerwähnt. Nun ist es da und wird eröffnet. Mal sehen, was nun passiert. Es bleiben die Wünsche der vielen Menschen. Die Frage ist, wen's interessiert. Doch wir sind uns sicher, dieses Rathaus, das wird bald besetzt. Von vielen, die kommen und sagen, es ist unser und wir nutzen es, wie's uns gefällt. Und die Moral von der Geschichte, einem Versprechen bloß nehmen. Wir sind nicht auf die eigene Stärke, die keiner bringt. Und dann beginnen zu leben, das lasst einen Zweifel mehr zu. Der Souverän in diesem Land, der bist ja immer noch immer du. Die stammen natürlich leider nicht von der berühmten Gelsenkirchener Walker Orgel, denn diese wird nie wieder spielen. Nein, sie stammen von einer Orgelschwester, nämlich der Orgel aus der evangelischen Altstadtkirche. Wir danken dem Kantor Jens Martin Ludwig für diese kleine Einspielung. Ich danke. Die sind schön, die sind nämlich aus solchen. Dankeschön. Ja. Ingrid, deine Pfeife. Ich halte Pfeife.